Wir haben jetzt noch einen ganz spontanen Stopp eingelegt. Eigentlich wollte ich keine Wanderung machen, die wohl gratis wäre, aber da konnte man nicht so gut parken und jetzt haben wir Alternativprogramm, sind wir bei solchen Slot-Tours. Mal sehen, ob wir das eine oder andere Faultier zu Gesicht bekommen. Das erste habe ich schon gefunden. Have you ever seen a small pig, guys? Yes. Es dauert wirklich nicht lang und wir entdecken ein Faultier in den Bäumen. Faultiere bewohnen zumeist tropische Regenwälder in Süd- und Mittelamerika und sind vor allem durch ihre mit dem Rücken nach unten im Geäst hängende Lebensweise, ihre sehr langsamen Bewegungen und die langen Ruhephasen bekannt. Die beiden letztgenannten Eigenschaften werden durch einen extrem niedrigen Stoffwechsel hervorgerufen, der aus der energiearmen Blattnahrung resultiert. Die Blätter, die die Faultiere fressen, sind eine faserige und nährstoffarme Kost, die lange im Magen verdaut wird. Dies kann bis zu 150 Stunden dauern. Dementsprechend haben Faultiere für ihre Größe auch die niedrigsten Stoffwechselraten aller Säugetiere, die bei etwa 40-45% zu der vergleichbar großer Tiere liegt. Der tägliche Energieverbrauch für ein rund 4 Kilogramm schweres Tier liegt demnach bei rund 130 Kilokalorien. Scared of me. Come on, like a monkey, okay? Like that. Can you eat? Otto is termiten. Do you like me? It tastes a bit like a pepper. What? Do you like it? Yeah, not bad. Hey, you're crazy. Wir durften letzte Nacht da bei dem Faultierpark übernachten. Das war mega nett und einfach stehen geblieben. Es war endlich mal eine richtig kühle Nacht. Also man merkt schon die Höhe. Und jetzt sind wir heute Morgen zum Rio Celeste gefahren und gehen jetzt hier den Trail. Der Nationalpark heißt übrigens nicht irgendwie Rio Celeste, sondern das ist der vom Vulkan Tenorio. Keine Ahnung, was das ist. Aber es ist laut. Einmal blubbert's da. Riecht auch die ganze Zeit irgendwie sehr schwefelig, stinkig, irgendwie nach faulen Eiern. Also ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden, aber da entsteht die Färbung, weil da irgendwie zwei Gewässer zusammenkommen und irgendwas mit Aluminium passiert. Kannst du das besser erklären? Ja, irgendwie Aluminium und Sauerstoff und noch was kommt zusammen und dann wird es größer. Schon spannend. Aha. Wofür soll man denn bitte hier sicher sein? Jetzt wieder rauf, 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 immer rauf, die Treppe rauf.
das nicht ein schöner Ausblick? Fast so schön wie das. Wir haben hier gerade wieder Freunde von Pat und Cathy anscheinend getroffen. Pat und Cathy haben gesagt, sie sollen nach uns Ausschau halten. Haben wir kurz Hallo gesagt, Karre abgestellt. Tja, und er will schon wieder nicht. Die Freuden des Alltags. Also kippen und mal wieder am Starter anstarten. So, 2 Minuten später. Das kann doch immer schnell gehen, wenn man weiß, wie man das Problem behebt. Das Mysterium ist also noch nicht ganz gelöst, aber immerhin wissen wir uns zu helfen. Hoffentlich macht uns das keine Probleme, wenn wir bald von Panama nach Cartagena verschiffen. Ein nicht starten wollender Yoda im Hafen wäre dann doch eher blöd. Spot erreicht. Und jetzt ist der Motor auch wieder angesprungen. Also auch beim zweiten Probieren. Und wenn ein Fahrzeug streikt, streikt natürlich das zweite gleich mit. So, was ist da los? Musste jetzt das nächste Fahrzeug kurz schließen? Beleuchtung von einer Anzeigetafel abgegangen. Und Arthur hat es eigentlich angesteckt und du bist jetzt der Meinung, das hat da jetzt Batterie gezogen? Ja, aus dem Grund. Also heute Morgen oder Morgenmittag. Ist er halt schon mal angesprungen? Ja. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, aber das Motorrad geht wieder. Der Arthur hat eine Sicherung ausgetauscht. Die Hauptsicherung war scheinbar hin. Und jetzt läuft sie wieder. Die Straße entlang des Arenalsees hat sich mal wieder für einen kleinen Motorradausflug angeboten. Außerdem wollen wir dem Arenal-Vulkan noch etwas näher kommen und die schönen Wälder Costa Ricas einfach mal von einer anderen Perspektive aus genießen. Wie recht oft in den Ländern Mittelamerikas kommt es zu einer kleinen Straßenblockade. Diesmal aber von einer ganz anderen Art. Haben wir es jetzt hier wieder ausgehalten, 4 oder 5. War echt ein schöner Platz, mega angenehmes Klima, mal wieder Nächte, in denen wir schlafen konnten, weil es nicht super, super heiß war. Ruhig war es, hat uns gut gefallen hier am Arenalsee. Während der letzten Tage hat uns auch die nahegelegene German Bakery angezogen und wir konnten uns mal wieder klassischer europäischer Gerichte erfreuen. Dann ging ich beim Rausfahren mal wieder meinem neuen Job als Astabweiser nach, aber das sind wir von Costa Rica schon gewohnt.
Als nächstes geht es für uns nochmal für einen kurzen Stopp an die Pazifikküste, bevor wir dann schließlich das Land durchqueren, um Costa Ricas Karibik zu genießen. Unfassbar, aber wahr. Wir haben nach 4 Monaten oder so endlich jemanden gefunden, der unsere Reifen nachschneidet, hier in Costa Rica. Sind da bei so einem Reifenladen vorbei. Sieht zwar nicht so super ideal alles aus, aber ich glaube, die kriegen das schon hin. Seit Mexiko haben wir gesucht. Bei Continental waren wir und auch die haben es nicht gemacht. Jetzt mussten wir bis nach Costa Rica fahren, um hier wen zu finden, der uns das macht. Top! So sehen unsere Reifen jetzt aus. Und so haben sie mal ausgesehen und sehen jetzt nachher auch hoffentlich wieder so aus. Erster Reifen ist fertig. So, der erste Reifen ist schon fertig. Ein bisschen breiter geschnitten als im Original, aber ist ja relativ wurscht. Also er hat ein gutes Platz gefunden, der Großvaterstuhl. Die schauen auch nicht mehr so gut aus. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen halten sich unter dieser vielbefahrenen Brücke eigentlich immer Krokodile auf, sodass man hier von der sogenannten Krokodilbrücke spricht. Nach diesem Stopp fahren wir in die Hauptstadt Costa Ricas nach San José und holen da meine Schwester ab, die uns bis nach Panama begleiten wird. Und dann geht es durch den Nationalpark Braulio Carrillo weiter Richtung Westen. Wir stoppen für 2 Nächte bei einem kleinen Camp mitten im Dschungel, wo wir auch gleich wieder ein paar Faultiere beobachten können. Der Haarstrich, dieser verläuft im Übrigen vom Bauch zum Rücken und damit entgegengesetzt zu dem anderer Säugetiere. Dadurch kann das Regenwasser besser ablaufen, was eine evolutionäre Anpassung an die überwiegend hängende Lebensweise im Geäst der Bäume darstellt. Der Besitzer José hat hier einen wundervollen Garten mit allerhand tropischer Pflanzen angelegt. Außerdem lockt er die hier heimischen Vögel mit einer kleinen Fruchtbar an. Jetzt haben wir 2 Tage beim Walmart in San José geschlafen, um dort meine liebe Schwester vom Flughafen abzuholen. Sie begleitet uns jetzt bis nach Panama City. Und heute gönnen wir uns hier ein Campground, also ein Dschungelgarten. Es ist mega grün. Also wir sind total beeindruckt von Costa Rica über die ganzen Pflanzen, Tiere. Es ist echt schön. Sag Hallo. Direkt an den Campground, der uns im Übrigen 10 Euro pro Person und Nacht kostet, grenzt auch ein kleiner Pfad durch den Dschungel an. Für eine Gebühr bietet José auch eine Führung an. Wir erkunden den Wald aber heute einfach mal auf eigene Faust. Wir haben wieder eine kleine Begleitung. Ich glaube, das ist ein größerer Schisser als wir. Gell, bist du Schisser? Schnell weg. Schnell weg.
aber da riecht's gut. Also, Costa Rica ist jetzt endlich mal dran, reingerubbelt zu werden. Unser Gast hat die Ehre. Ich werde einen Gast rubbeln. Der Mann liegt unterm Tisch. Was soll das? Es ist mal wieder Zeit, den Tisch auszubauen. Ja. Diesmal zur Ausnahme nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil Pauline hat uns eine neue Puppe mitgebracht, die uns Krug geschickt hat, also Krug zu Pauline, und die Pauline hat uns jetzt den Koffer mitgebracht. Das war erstaunlich praktisch und hat erstaunlich gut funktioniert. Da war Krug echt auch wieder schnell. Vielen Dank. Das hat echt gut geklappt. Jetzt werde ich Tisch ausbauen, Fuß ausbauen, hochklappen, Pumpe, alte Pumpe ausbauen, neue Pumpe einbauen, hoffen, dass ich es nicht verpacke. Und dann werden wir auch finden und hoffen, dass es dicht ist. Da, die Liebe hat uns die Pumpe mitgebracht. So, alte Pumpe ist mal raus. Und jetzt haben wir nur das Problem, dass man keine Verbindung. Jetzt habe ich da das Kabel abgeschlossen, weil die habe ich. Und um sicher zu gehen, dass das alles klappt, lasse ich noch den alten Anschluss, wie er ist. Stecke ihn da wieder an, gehe an meinen zweiten Anschluss. Und wenn das alles geht, kann ich theoretisch da das andere Kabel nochmal abschneiden und direkt in meinen gehen. Aber ich wollte ihn zur Sicherheit noch da lassen, um zu schauen, dass es klappt. Pumpe ist wieder eingebaut. Da ist mein zusätzlicher Verbinder, wo ich den alten noch dran lassen werde, bevor ich den endgültig tausche, das Kabel kürze und den tausche. Ich wollte erstmal noch den alten Verbinder einfach da lassen. Ja, jetzt werde ich dann noch Frankenstein wieder aufdröseln und anstecken und dann füllen wir Wasser ein und schauen, ob das hält. Wie geht's, Frankenstein? Ich kann es gerade mal ausleeren. So, und hier kommt noch unsere Empfehlung des Tages. Wir haben uns so eine kleinen Wassersensoren gekauft, die da jetzt an diversen Stellen da unten rein klebt. Und die geben, sobald die mit Wasser in Kontakt kommen, ein Signal ab. Piepsen wie die Sau. Das ist, da braucht man sich viel weniger Sorgen machen, dass da mal irgendwas ist, ohne dass man es mitbekommt. Und davon bauen wir jetzt ein paar ein. So schaut das Ding aus. Da unten zwei Sensoren. Achtung! Laut ist es. Aber das ist ja auch gut so. Pumpe ist drin, Pumpe funktioniert. Alles wieder befestigt, alles wieder montiert. Ja, Wassermelder auf dem Boden verteilt. Erfolgreicher Tag. Jetzt wollen wir nur noch hoffen, dass das dicht bleibt. Wasserfilter haben wir auch getauscht. Wir hatten ja andere eingebaut. Ich habe mal welche auf Amazon bestellt gehabt zwischendurch. Die waren aber nicht von Aquafilter selber. Und da ist mir dann aufgefallen, dass im Tank ein bisschen Sediment ankommt. Was für mich geheißen hat, dass der nicht perfekt gepasst hat. Dass die nicht perfekt gepasst haben. Auch wenn Aquafilter schreibt, dass es diese Standardgrößen hat. Ich habe jetzt Aquafilter bestellt. Und die reingepackt. Wir hatten ja vor kurzem das Problem, dass wir einfach ewig lange gebraucht haben, wenn wir Wasser befüllt haben. Also wirklich ein Tank, 1,5 Stunden oder so. Und jetzt den neuen Filter reingepackt, Betankungsanlage eingeschalten und 20 Minuten später war der Tank voll. Also Wasser scheint wieder on top zu sein. Ich will es ja nicht verschreien. Aber ich glaube, Wasser passt jetzt erstmal. Thank you.
Na gut, dann sind wir jetzt also endlich parat für die Karibik. Ehrlich gesagt kann ich es kaum erwarten. Ich meine, wer träumt nicht von kristallklarem Wasser und weißem Sand unter Palmen? Der erste Stellplatz war also schon mal sehr, sehr schön. Aber eines verrate ich euch, es wird noch besser. So, wir machen heute mal einen kleinen Ausflug in den Cahuita National Park an der Karibikküste von Costa Rica. Das Nette ist, der spendenbasiert. Also sie fragen zwar schon sehr explizit danach, aber ich finde es irgendwie nett, wenn man wie selber entscheiden kann, was man gibt. Es ist 8 Uhr in der Früh, der hat gerade aufgemacht. Und es ist mega, mega heiß. Ich zeige euch mal, wie heiß es ist. Da seht ihr, der Arthur hat den Ventilator auf dem Rücken geschnallt. So heiß ist es. Ist kaum auszuhalten und das um 8 Uhr in der Früh. Aber ich glaube, es ist es wert. Naja, das ist der nächste Tipp des Tages. Ein Ventilator, vor allen Dingen einen mit Akku, den man überall mitnehmen kann. Der hat den Tag die ganze Nacht gehalten, also rettet uns das Leben. Super Teil. Und jetzt aber weiter Cahuita. Cahuita National Park. Es ist der Ventilator. Wenn ihr mich nach meinem Highlight in Costa Rica fragen würdet, dann würde ich wahrscheinlich diesen Park nennen. Er spiegelt genau das wider, was man sich von der Gegend erwartet. Apropos Highlights. Ganz allgemein war Costa Rica für uns das schönste Land in Zentralamerika, auch wenn es tendenziell teurer und touristischer als die anderen Länder ist. Die Strände, Tier- und Pflanzenwelt sind aber einfach unschlagbar und man findet auch immer noch weniger touristische Orte. So unglaublich schön hier. Hier will man am liebsten gar nicht mehr weg. Wir beobachten also allerhand Tiere, die hier im Übrigen völlig frei leben, aber dennoch nicht allzu große Angst vor uns Menschen haben. Gerade die kleinen Kapuzineräffchen sind einfach sehr amüsant anzusehen. Ganz anders als Faultiere verbringen wilde Kapuzineraffen tagsüber etwa 42% der Zeit mit Fortbewegung, 40% mit Nahrungserwerb und Verzehr und 6% mit sozialen Interaktionen. Kapuzineraffen zählen zu den intelligentesten Neuweltaffen und werden oft in Labors gehalten. Vielfach werden sie auch als Heimtiere gehalten, auch in Zoos und Tiershows findet man sie des Öfteren. Sie waren häufig Begleiter von Drehorgelspielern und treten bis heute in diversen Darbietungen auf. Eine artgerechte Haltung ist dabei in den seltensten Fällen gewährleistet.
Dann genießen wir noch ein letztes Mal den schönen Strand, bevor wir uns auf die Suche nach unserem nächsten Stellplatz machen. Wir haben jetzt den Nationalpark Kuaita verlassen und der war einfach so cool, einfach ein Traum, also den muss man sich echt anschauen. Wir haben so viele Tiere gesehen, das war einfach unglaublich, die Affen waren so nah, es war richtig, richtig schön, Dschungel, Meer, Tiere. Und jetzt sind wir eine halbe Stunde weitergefahren nach Punta Uva und jetzt haben wir hier einen Traumplatz. Leider ist noch ein bisschen was los jetzt hier tagsüber, weil das ist auch Pfingsten. Aber ich denke mal, das wird sich morgen bessern. Wir stehen jetzt zwischen den Palmen, direkt am Meer. Und das Meer ist einfach ein Traum. Es ist Wahnsinn. Es ist so schön, wie wir es echt noch nie hatten. Wenn man weiter reingeht, ist es sogar ein bisschen abkühlend. Es ist perfekt, total klar, ruhig, nicht so wellig, einfach so, wie man sich die Karibik wünscht. Da kann man ja nichts sagen. Gell? Pauline ist auch happy, dass man hier echt so einen schönen Stellplatz haben. Also da steht Yoda. Hier haben wir unsere Hängematte aufgehangen, bevor die Stühle. Es ist genial. Und jetzt wahrscheinlich 3 Tage Kamera aus und einfach nur genießen. Wir haben jetzt übrigens das erste Mal Artus vor kurzem gebastelte Starlink-Verlängerung aufgestellt. Unser Starlink hat seinen eigenen Stuhl, euer Hoheit, seinen eigenen Ventilator. Ja, den hat er dran gemacht, weil er ein bisschen überhitzt war. Ja, und so sind wir jetzt noch ein bisschen flexibler, was das Internet anbelangt. Also auch wenn uns jetzt eben hier die Palme da oben im Weg ist, wenn wir Starlink halt hier davor stellen. Ist ganz geil. Ein bisschen lassen wir euch aber noch mit uns in das klare und warme Karibikwasser abtauchen. In Küstennähe gibt es leider nicht so viele Fische zu sehen, aber diese doch so andere Welt unterhalb der Meeresoberfläche ist zumindest für mich immer wieder total faszinierend. Wir genießen also unsere letzten Tage in Costa Rica großteils relaxend und badend und wissen jetzt schon, dass wir diesen wundervollen Ort vermissen werden.